Für Jakob Golz und Rot-Weiß Essen endet mit der Leistungsdiagnostik ein packendes Pflichtspieljahr. Im Elisabeth-Krankenhaus Essen blicken wir mit dem Keeper auf 2022 zurück. So richtig beginnt das Jahr für Golz mit dem Spiel gegen Köln am 1. April. Erstmals seit 1,5 Jahren kehrt der Hamburger in einem Ligaspiel zwischen die Pfosten zurück. Köln war ein sehr besonderes Spiel, klar. Auch im Vergleich zu sonstigen Spielen jetzt war ich im Verhältnis schon nervöser als jetzt. So, jetzt gehe ich relativ entspannt in die Spiele rein. Klar natürlich auch, wenn man länger nicht gespielt hat, dass man da ein bisschen angespannter ist. Ist super gelaufen in dem Sinne. Haben 2-0 gewonnen, also 3 Punkte und 0. Mehr kann man als Torwart nicht erreichen. Im anschließenden, unerbitterlichen Aufstiegskampf mit Münster gehen auch Punkte verloren. Der Schlüssel zum Klassensprung, der 37. Spieltag. Ja, die letzten Spiele generell waren alle sehr wichtig und vor allem in Rödinghausen, als dann Münster die Punkte liegen lassen hat in Wiedenbrück, mussten wir gewinnen, um wieder nach vorne zu rücken. Auch mit einem guten Torverhältnis, das haben wir geschafft mit 3-0. Eins hat der Torhüter besonders im Kopf. Die Stimmung, da erinnere ich mich noch zurück, wie wir auch angekommen sind schon im Stadion, haben die Fans großartige Stimmung gemacht beim Aufwärmen auch draußen, das durchgängig gesungen, das war Wahnsinn. Und dann mit dem Abpfiff war die Euphorie noch mehr zu spüren und die haben wir dann auch ins letzte Heimspiel mitgenommen und dann ja, einen super Abschluss gefunden. RWE schafft es wirklich. Liga 3, Essen ist dabei. Golz erinnert sich an den Abpfiff. Ja, erstmal hat er relativ zeitig abgepfiffen. Dachte ich, okay, vielleicht kommt noch ein bisschen Nachspielzeit drauf. Dann hat er abgepfiffen. In dem Moment wusste ich nicht genau, wie es bei Münster steht, ob das reicht oder nicht. Aber mit dem Abpfiff kam dann, ich glaube, Fabi Rüth war der Erste, der auf mich zugelaufen ist. Fans von allen Seiten. Und dann habe ich schon gedacht, okay, kann wahrscheinlich reichen mit dem Abpfiff. Im ersten Moment konnte man nicht so realisieren. Aber dann von Minute zu Minute wurde es klarer. Und dann war natürlich überrumpelt von den Emotionen, sondern ist man ein bisschen auf dem Platz umhergegangen, hat noch ein paar von uns gesucht, aber das war sehr schwierig zwischen den ganzen Menschenmengen. Dann sind wir in die Kabine, haben uns gesammelt und dann sind wir noch mal rausgekommen. Das war schon besonders. Wenn ich wieder Bilder teilweise sehe, wenn ich in meine Fotoalbum auf dem Handy gucke, dann kriege ich eigentlich fast immer Gänsehaut. Das waren Momente, die wird man für immer in Erinnerung behalten. Kann man eigentlich nicht beschreiben. Ich glaube, jeder, der dabei war im Stadion, wird sich für immer daran erinnern. War ein besonderer Moment, den werde ich auf jeden Fall festhalten. Und die Stimmung im Stadion, auch die Wochen danach, waren einfach atemberaubend. Ein neues Abenteuer beginnt. Die dritte Liga. Doch das erste Spiel gegen Elversberg geht kräftig in die Hose. Ja, war auch ein Tag, an dem man sich leider erinnern muss. Die Euphorie war groß auf allen Seiten. Wir haben auch keine Sekunde den Gegner unterschätzt. Wir wussten, dass es eine gute Mannschaft ist. Aber dass man natürlich nach 20 Minuten schon 4 Gegentore gegen sich bekommt, hat natürlich keiner mit gerechnet. Das war ein Nackenschlag, absolut. Das ist auch in dem Moment schwer zu begreifen. Da dachte man sich, okay, in welchem falschen Film bin ich? Erstes Drittligaspiel, dann kriegst du direkt die Hütte voll. Das war natürlich ein Albtraum. So, und musste man wegstecken und mittlerweile haben wir das sehr gut weggesteckt und sind auf einem richtig guten Weg. Apropos richtig guter Weg. Golz ist als starker Rückhalt oft ein wichtiger Faktor, entwickelt sich immer noch weiter. Mit den Spielen, mit der Spielpraxis hat man natürlich mehr Erfahrung gesammelt und mit Parade über Parade bekommt dann auch mehr Selbstvertrauen. Das ist ganz normaler Verlauf. Ich versuche nach wie vor an mir zu arbeiten, habe genügend Punkte, wo ich an mir arbeiten kann und das tue ich auch und versuche das Maximale aus mir rauszuschöpfen und da will ich im nächsten Jahr genauso angreifen. Das Jahr schließt RWE bei 1860 München mit einer Serie. 7 Spiele in Folge ungeschlagen. Ja, das gibt ein gutes Gefühl. Auch jetzt das letzte Spiel in München hat man nochmal gezeigt, dass wir auch bis zur letzten Sekunde kämpfen, auch bei Top-Mannschaften der Liga, dann nochmal den Lucky Punch am Ende setzen können. Das haben wir geschafft. Und genau diese Punkte können wir mit ins neue Jahr nehmen. Haben dann noch genügend Spiele vor der Brust, müssen noch genügend Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu schaffen. Aber mit dem Gewissen, dass man halt gegen jeden Gegner
Punkte sammeln kann, aber genauso Punkte liegen lassen kann. Das ist leider so in der Liga. Müssen wir konzentriert bleiben, weiter arbeiten und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir es schaffen.